In diesem Video habe ich zusammengetragen, was beim zweifarbigen Stricken wichtig ist. Mit zweifarbig stricken meine ich, wenn sich innerhalb einer gestrickten Reihe Farben abwechseln. Ich spreche am liebsten von Norweger Technik, weil das ein sehr traditioneller, klassischer Begriff ist. Aber auch Begriffe wie Colorwork, mehrfarbig stricken, doppelfarbig, vereil im weitesten Sinne, auch Intarsien stricken gehört da rein, buntes Stricken, farbkombinierte Stricken. Und ich habe aus den letzten Jahren mal ein paar Modelle meiner Kollektionen zusammengetragen. Hier zum Beispiel schwarz auf weißem Grund. Und das Ganze umgekehrt bei diesem Snood weiß auf schwarzem Grund oder auch nochmal hell auf schwarz bei diesem Poncho. Es ist alles Norweger Technik oder auch bei dieser Jacke. Und ihr seht zwei Farben in einer Reihe. Bei Socken kann man es natürlich auch benutzen, Mütze oder nochmal ein Loop. Dieses Video ist eine Ergänzung zu meinem Videokurs Rundpassenpullover stricken. Ich verlinke euch das in der Infobox und ich freue mich über eure Abos. Kleine Glocke klicken, nicht vergessen. Kommentieren könnt ihr auch sehr gerne. Es wird im Wesentlichen um vier Punkte gehen und zwar um Material und dessen Management, um die Fadenhaltung, Spannfäden und Strickschriften. Ich könnte zu jedem dieser Punkte ein eigenes langes Video machen, aber in diesem Video möchte ich mich kurz fassen und euch das nennen, was praktikabel ist und zum Erfolg führt. Und zwar aus meiner Sicht als internationale Designerin seit rund 30 Jahren im Job. Und zusätzlich habe ich meine erfahrensten Strickerinnen gefragt, die meine Kollektionen stricken. Okay, kommen wir zum Material und dessen Management. Zum einen, welche Materialien eignen sich überhaupt? Man kann theoretisch alle Wolle nehmen, es wird aber einfacher, wenn diese Wollen etwas bauschig sind, elastisch, etwas haarig oder Volumen haben. Es kann sogar wie hier bei einem Streichgarn so kleine Härchen sein, das reicht schon. Wenn sie also irgendeine Art von Elastizität aufweisen. Es wird umso schwieriger, je glatter, unelastischer und härter ein Garn ist. Hart, nicht im Sinne von Griff, sondern hart im Sinne von Unelastizität. Dann das Garnmanagement. Damit meine ich, dass ihr euch irgendetwas überlegen solltet, wie ihr die Garne neben euch ablegt, damit sie nicht verheddern. Es geht also darum, die unterschiedlichen Farben, und es wird je wichtiger, desto mehr Farben ihr habt, wie ihr die unterschiedlichen Farben verwaltet, damit sich die einzelnen Knäule nicht verheddern und verknoten. Es gibt es dann natürlich sehr schicke Tools, wie zum Beispiel diese Garnbox von Lücke. Da passt zumindest schon mal ein Knäuel rein und der Faden wird durch das Loch geführt im Deckel. Und weil die Box super schwer und stabil ist, kann man die neben sich stellen oder auf den Boden stellen und den Faden immer rausziehen. Und das zweite Knäuel könnte man einfach so neben sich legen und dann hat man schon mal zwei Farben gesichert, die sich dann nicht verknoten können. Das Ganze geht natürlich auch hausgemacht, kann man mit Schuhkartons imitieren. Ich nehme auch oft Papierkörbe, von denen ich witzigerweise eine ganze Menge rumstehen habe, oder Taschenbeutel oder wie Ulrike das neulich gemacht hat, die mir einen der Wednesday Polunder gestrickt hat. Die hat sich lauter kleine Pappbecher hingestellt, weil jedes Quadrat mit einem eigenen Knäulchen gestrickt wird. So, wunderbare Idee, kann sich nichts verheddern und ich bin mir sicher, da fällt euch auch irgendetwas zu ein. Weiter geht's bei Punkt 2 mit der Fadenhaltung. Über eure Fadenhaltung bestimmt ihr die Fadenspannung, mit der der Faden durch eure Hand, über eure Finger ins Strickstück hineinläuft. Das heißt, bei der Fadenhaltung geht es um eine gleichmäßige Spannung des Fadens, damit er nicht einfach hier so rumschlabbert, sondern immer gleichmäßig unter gleichmäßigem Zug abgestrickt werden kann. Je gleichmäßiger die Fadenspannung, desto gleichmäßiger das Strickbild. Deshalb wollen wir beim Zweifarbigstricken natürlich erreichen, dass beide Fäden mit der gleichen Spannung gestrickt werden, damit die Farben gleichmäßig werden.
jede Masche gleich groß, gleich hoch, auf einer Fläche, mit einem ebenen Bild, sprich gleichmäßig. So, nochmal gesagt, das Wichtige ist also lediglich, dass eure beiden Fäden mit der gleichen Spannung ins Strickstück hineinlaufen. Das Wichtige ist nicht, wie ihr sie dabei haltet. Da gibt es die unterschiedlichsten Methoden und die Methode, die für euch passt, die euch gefällt, leicht von der Hand geht und ein schönes Ergebnis hat, das ist die Methode, die für euch wichtig ist. Ich zeige euch jetzt einige, nicht alles, was es gibt, weil es gibt da so unendlich viel, aber einige wichtige. So ist es zum Beispiel völlig in Ordnung, die beiden Fäden gar nicht gleichzeitig in der Hand halten zu wollen. Das mache ich manchmal, wenn die Stücke sehr lang sind. Hier zum Beispiel alle 7 Maschen kommt eine Masche in hell. Und warum soll ich über dieses lange Stück den hellen Faden die ganze Zeit mit in der linken Hand führen? Mache ich nicht, ich lasse den dann einfach los. Wenn er wieder dran ist, greife ich ihn und führe ihn von unten über den grauen, immer in der gleichen Richtung, dann ist es an dieser Stelle auch einmal direkt verkreuzt, stricke dann meine helle Masche, reiche nach hinten aus, damit der Spannfaden der helle auch lang genug ist, lass ihn los, nehme wieder den grauen Faden, wieder von unten nach oben, einmal drüber, stricke die 7 grauen Maschen, lass den grauen Faden wieder los, nimm den hellen wieder zur Hand, wieder von unten nach oben über den grauen, damit es verkreuzt ist. Strick meine eine graue Masche, streich nach hinten aus und so weiter. So macht es zum Beispiel auch Monika und Monika ist eine meiner erfahrensten und besten Strickerinnen, hatte selber lange Zeit ein Wollgeschäft und strickt solche Kunstwerke wie diese Jacke. Also es ist unfassbar, es sieht aus wie mit der Maschine gestrickt, wahnsinnig gleichmäßig und Monika strickt immer nur mit einem Faden über den linken Zeigefinger, wie ich es euch eben gerade gezeigt habe. Der Vorteil ist, dass die Spannung bei beiden Farben extrem gleichmäßig wird und es ist kein Stück umständlicher oder langsamer, als wenn man die beiden Fäden gleichzeitig hält. Wenn jetzt die Farbwechsel schneller werden oder ihr doch mal beide Fäden gleichzeitig halten möchtet, gibt es jede Menge Spielarten, das zu tun. Ein paar zeige ich euch jetzt. Was ich eigentlich immer mache, ist mit dem rechten Zeigefinger zwischen die Fäden gehen, um die auseinanderzuhalten. Dann lege ich beide Fäden in die linke Handinnenfläche über den kleinen Finger nach außen, weil hier kann man wunderbar festhalten. Dann führe ich sie außen rum, gehe mit dem Zeigefinger dazwischen und drehe dann einmal nochmal den einen Faden um den Zeigefinger. So, wunderbare Haltung, beide Fäden sind getrennt und können unter Spannung beide verstrickt werden. Und wenn ihr dann noch darauf achtet, dass ihr nicht hier in der rechten Handinnenfläche alle Maschen sammelt und irgendwann mal nach hinten lasst, sondern immer ein paar Maschen strickt und dann schon nach hinten ausstreicht, damit sich die Spannfäden längen können, dann ist alles wunderbar. Also tolle Haltung. Wenn das bei euch ein bisschen zu locker wird, eine andere Spielart. Ihr wickelt die beiden Fäden zweimal um den kleinen Finger, geht dann mit dem Mittelfinger dazwischen, könnt euch dann hier den schon so ein bisschen runterschubsen und dann hochheben. So ist ein bisschen mehr Zug auf den Fäden. So wie ich stricke, ist das zu viel, aber vielleicht ist es bei euch ja die nötige Spannung, die fehlt. Und dann strickt ihr einmal mit dem hellen und einmal mit dem dunklen, je nach Muster. Ausstreichen nicht vergessen. Eine dritte Variante wäre, wenn es immer noch nicht fest genug ist, dass ihr euch die Fäden zweimal um den Zeigefinger wickelt. Hier in der Hand festhalten, zweimal wickeln und dann den hellen ebenso. So, da müsst ihr nur achten, dass der dunkle unten und der helle ein bisschen mehr oben am Finger verläuft. Und so habt ihr noch ein bisschen mehr Spannung und dann nehmt ihr einmal den hellen Faden und einmal den dunklen Faden. So macht es auch zum Beispiel Ulrike und Ulrike ist auch eine meiner vorzüglichsten, besten Strickerinnen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ihr seht,
Beide Fäden über den Zeigefinger gewickelt, mehrfach. Und Ulrike hat schon Modelle aus meinen Kollektionen gestrickt, wie diese Jacke oder diese Jacke. Und das ist auch eine richtig tolle Technik. So, dann kann man natürlich noch einmal über den Zeigefinger, einmal über den Mittelfinger wickeln. Aber das sagte ich schon mal in einem anderen Video, das geht bei mir überhaupt nicht. Da habe ich gar kein Gefühl. Kann die Fäden überhaupt nicht führen. Dann gibt es natürlich noch Vereilmethode, dass man einen Faden über den linken, einen Faden über den rechten Zeigefinger führt. Aber auch das liegt mir nicht, kann ich nicht. So, und dann gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen Faden, Ring, Tools, die man sich über die Finger legt und wo die Fäden durchgeführt werden. Aber ich habe sie alle ausprobiert. Ich kann euch sagen, kauft euch sowas nicht. Ist Quatsch. Ich habe nichts gegen hochwertige Tools, also ich bin auch gerne bereit, für sowas richtig Geld auszugeben, wenn es Sinn macht. Aber diese Ringe hier, ich komme überhaupt nicht damit zurecht. Ich habe kein Gefühl, wie sich die Fäden verhalten. Im Gegenteil, so einen Fremdkörper am Finger zu haben, nervt mich. Oder hier sowas, wo dann der Faden geführt werden soll. Ich habe da noch nicht eins entdeckt, was wirklich richtig gut funktioniert. Und mein Tipp ist, spart euch sowas lieber und investiert in gute Wolle und gute Stricknadeln. So, kommen wir zum dritten Thema, dem Thema der Spannfäden. Natürlich laufen bei jedem Farbenwechsel die Fäden der unbenutzten Farbe hinten mit. Und auch da hört man sehr viel von wegen, die müssten eingewebt werden. Ich bin aber gar kein Freund von Fäden einweben und mache es auch nicht. Auch da hat Ulrike Proben gestrickt, hier ohne die Fäden einzuweben. Es wird wunderbar gleichmäßig auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite. Und wenn ihr so kurze Farbwechsel habt, warum soll man das jetzt hier noch einweben? Macht ja gar keinen Sinn. Die Gefahr, dass man da beim Anziehen mit den Fingern hängen bleibt, die ist ja gar nicht da. Also hier braucht man überhaupt nichts einweben. Und wenn man es denn dann macht, wird es sehr unregelmäßig, ungleichmäßig. Man sieht es sogar auch durch. Also hier in dem schwarzen Fleck sind die weißen Fäden, die hellgrauen Fäden eingewoben und es schimmert richtig durch. Und auch von hinten sieht es lange nicht so schön gleichmäßig und ordentlich aus. Gut, ist jetzt Geschmackssache. Von hinten wäre vielleicht nicht so wichtig, aber von vorne ist eigentlich ein eindeutiges Ergebnis. Es wird sehr viel unregelmäßiger. Wenn ihr trotzdem wissen möchtet, wie es geht, ich verlinke euch ein Video in der Infobox, wo ich es mal gezeigt habe. Aber gerade bei so einer Rundpasse, wo man nicht mit den Fingern hängen bleiben kann beim Anziehen im Prinzip, kommt man ja gar nicht dran, wenn man so ein bisschen aufpasst. Warum sollte man hier Fäden einweben? Wenn die Stücke dann aber doch mal sehr, sehr lang sind, benutzen wir das Hochhäkeln. So, das kann ich euch hier an dieser Jacke zeigen. Die hat Ulrike nämlich gestrickt und hochgehäkelt. Das heißt, erstmal werden die Fäden hängen gelassen. Und dann, wenn so ein Block fertig ist, nimmt man eine Häkelnadel. Der Vorteil beim Hochhäkeln ist, dass dieser Bereich komplett losgelöst von der Strickoberfläche ist. Ich kann da komplett drunter fassen. Das heißt, da kann nichts wie beim Einweben der Fäden durchscheinen oder durchschimmern. Und trotzdem ist es gehalten. Ich zeige euch kurz, wie es geht. Ihr könnt erstmal stricken und später entscheiden, was hochgehäkelt werden soll. Und ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich möchte dieses Stück hier hochhäkeln oder noch die roten mit da einschließen, dann nehme ich mir eine Masche in der Mitte, gehe mit der Häkelnadel durch, hole den Spannfaden durch. So, wenn die Masche die gleiche Farbe hat, dann ist das von der Rückseite, also was dann Vorderseite ist, nicht zu sehen. Und dann nehmt ihr jeden einzelnen Spannfaden, häkelt einmal durch und so sind die Fäden gehalten. Aber man hat nicht diese scheußlichen kleinen Stellen. Wenn ihr dann beschließt, okay, das soll jetzt reichen mit dem Einhäkeln,
Dann könnt ihr die letzte Masche entweder manuell mit Nadel und Faden ein bisschen befestigen, oder ihr seid gerade in dieser einen Reihe am Stricken und dann strickt ihr diese Masche einfach lose mit. Diese Methode finde ich viel besser als ein Weben. Als letztes ein Wort zu den Strickschriften. Generell ist zu sagen, jedes Kästchen ist eine Masche. Die waagerechten Streifen sind dabei die Reihen, die senkrechten Streifen sind dabei die Maschen. Hier ist also Masche 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Hier ist Reihe 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Gestrickt wird von unten nach oben. Und die rechte Seite der Strickschrift bezeichnet immer die rechte Seite einer Hinreihe. Ihr lest also, wie ihr strickt von rechts nach links. Strickt ihr in Runden, wie hier bei der Rundpasse, geht es mit der Reihe 2 wieder rechts los und nach links rüber. Bei Reihe 3 genauso und so weiter. Ihr strickt also in Runden. Würdet ihr das Ganze aber offen stricken, fangt ihr mit einer Hinreihe hier an, strickt rüber und wendet und lest dann die Strickschrift von links nach rechts. Da müsst ihr natürlich noch wissen, was die Kästchen bedeuten. Das heißt, es muss eine Legende mit dabei sein. In meinem Fall ist jedes Kästchen eine Masche glatt rechts, gestrickt in der Farbe, wie es hier abgebildet ist. Also das hier sind die roten, das sind die grauen und so weiter. Dadurch, dass Abnahmen erfolgen an diesen Stellen hier, wird eine Masche abgenommen, hier wird auch eine Masche abgenommen, wird der Rapport, also der Rapport besteht hier aus 18 Maschen, der sich immer und immer wiederholt. Aber dieser Rapport von 18 Maschen wird ja immer kleiner durch die Abnahmen. Aber weil man das nicht anders zweidimensional darstellen kann, müssten ja hier irgendwo am Rand noch weitere Maschen auftauchen. Das sind die blauen, die sind aber in Wirklichkeit gar nicht da. So, und wenn es jetzt an Stricken geht, dann drucke ich mir die Strickschrift aus. Und ich muss sagen, das ist so ziemlich das Einzige, was ich mir noch ausdrucke. Ich drucke fast nichts mehr aus. Ich lese am Rechner, am Handy oder am Pad. Aber Strickschriften, die habe ich immer noch gerne ausgedruckt, weil ich mir dann alle gestrickten Reihen abstreiche. Oder ich klemme mir die auf die Kokonitz Makers Board. Hier ist so ein Magnet drin. Da kann man dann die Strickschrift drauflegen, festklippen, mit einem magnetischen Lineal jede gestrickte Reihe abstreichen. Das Ding kann man dann noch neben sich aufs Sofa stellen oder wo auch immer man strickt. Das ist auch ganz praktisch, aber manuell per Hand geht natürlich immer. So, wir sind am Ende. Das war das zum zweifarbigen Stricken, was ich dazu zu sagen hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf den Endscreen, dort gibt es weitere Videos von mir. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.